Hallo Stadtgärten. Wir sind hier im G8 Kunstraum, wo wir heute mit der Suhr Umweltakademie eine essbare Hecke gepflanzt haben. Die Hecke enthält viele essbare, alte und seltene Sorten. Johannisbeeren, Josterbeeren wie diese, Maulbeeren, alte und seltene Kornelkirschensorten, die kaum einer kennt, aber auch essbare Rosen und ähnliches. Es sind insgesamt etwas über 200 Pflanzen, die wir hier gepflanzt haben als essbare Hecke. Kommt doch gerne mal vorbei und erntet es. Und das Schöne daran ist, die meisten Pflanzen hier sind stecklingsvermehrbar, das heißt, man kann Stecklinge oder Steckhölzer schneiden und sich solche Pflanzen, die einem schmecken, mit nach Hause nehmen. Das zeige ich euch jetzt kurz. Hier als Beispiel die Josterbeere, eine Kreuzung aus grüner Stachelbeere und schwarzer Johannisbeere. Sie ist frisch ausgetrieben. Wir nehmen einen einjährigen Trieb vom letzten Jahr, schneiden unter einer Knospe ab, behalten ungefähr nach Möglichkeit zum fleischstiftigen Trieb 3 bis 4 Knospen, schneiden wieder unter der nächsten weiter oben ab, damit über dieser Knospe ein Stückchen länger steht. Suchen uns normal einen schönen schattigen Ort, ich zeige das hier bloß mal, stecken die in die Erde, so dass wenigstens eine Knospe besser mehr in der Erde sind, gießen das an und binnen eines Jahres sind da Wurzeln, die Pflanze treibt aus und ihr könnt diese Pflanze weiter vermehren und auf diese Art und Weise auch von Sachen, die euch schmecken, einfach Stecklinge nehmen, anbauen, wachsen lassen. Damit wünsche ich euch viel Spaß bei euren Stecklingen und unserer schönen essbaren Hecke und danke für eure Aufmerksamkeit.